Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Heute wieder was ganz anderes, aber wieder ein cooles All-in-One-Gadget. Und zwar eine Schreibtischlampe von Yinyue. Kostet ungefähr 35 Euro. Die haben mir das Produkt zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und manchmal findet ihr natürlich in meiner Videobeschreibung auch noch ein paar Rabattcodes. Wenn euch dieses Produkt interessiert, dann könnt ihr das dann dort ein bisschen günstiger bekommen. Meine Links sind natürlich Affiliate-Links. Natürlich könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es darüber kaufen möchtet oder nicht. Aber falls du darüber bestellst, unterstützt du diesen Kanal mit einer ganz kleinen Provision. Ist zwar nicht viel, aber hinter meinem Kanal steckt ja auch der Spaß. Und zwar haben wir heute hier eine Schreibtischlampe. Und wir schauen uns sie jetzt mal ein bisschen im Detail unter meiner Kamera an meinen Unboxing-Tisch an. Schauen mal nach, was da alles so draufsteht, und werden das Ganze halt gleich mal ausprobieren, weil da steht ja auch eine Steckdose, wie ihr sehen könnt. Und ich bin mal gespannt. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, die Firma Yinyue, also kommt aus China, hat mir diese Lampe zur Verfügung gestellt. Wir sehen jetzt hier einmal, dass das eine LED Eye Protection Desk Lamp ist, also ein Licht erzeugt, was jetzt die Augen nicht so sehr belasten soll. Es hat auf jeden Fall keine Strahlung. Interessant. Lifetime bis zu 40.000 Stunden. UV-freies Licht und ein flickerfreies Licht. Das werden wir ja sowieso feststellen in dieser Videoaufnahme, ob das wirklich flickerfrei ist. Auf der Vorderseite steht genau das Gleiche. Auf den Seiten haben wir hier nichts. Wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, das frontal 90 Grad runter zu senken, also so zu neigen. Und dann können wir noch den Arm selber schwenken, wo die Lampe so eingebaut ist. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Verfügbar in Weiß und in Schwarz. Und das ist mit Wireless Charging. Okay, das ist das, was sie auch meinte mit All-in-One. Schauen jetzt einfach mal nach, was wir hier so für ein Produkt haben. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut, obwohl ich bin manchmal immer so neugierig und möchte gerne wissen, was ich euch da zeige. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Betriebsanleitung. Und zwar ist die einmal auf Englisch gehalten. Und auf der Rückseite ist es auch auf Englisch. Das ist der After-Sales-Service, da habt ihr so eine Service-Card. Und hier ist halt Material ist ABS und Input 5 Volt 2 Ampere, also wird das wahrscheinlich auch mit USB sein. Ein LCD-Display ist da auch verbaut, ja, da kann man das Licht einstellen und 4 Watt Stromverbrauch, Touch Control, 690 Gramm Gewicht und ja. Größe 168 x 120 x 348 mm. Ja, genug gelabert. Oh. Schalter, Uhr und eine Regulierung. Ja, krass, Kalender. Ihr seht schon, ich bin selbst erstaunt, was dieses Gerät so alles mit sich bringt. Ich denke, warum geht das so schwer? Da ist da noch ein schöner großer Fuß enthalten. Ja, Stück Pappe und ihr seht schon, ein Stück Schnur. Das heißt, ein Stück Schnur, schon etwas mehr und ein USB-Netzteil. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, dass ein USB-Netzteil mit enthalten ist. Das ist ja nicht immer so der Fall. Schauen wir uns zuerst mal das Netzteil an. Da haben wir 5 Volt 1 Ampere, 0,3 Ampere ist natürlich das, was es aus dem Stromnetz zieht. USB-Anschluss, ich rieche mal kurz. Nee, nicht auffällig, alles gut. Manchmal hat man ja, dass manche Hersteller einfach komische Netzteile schicken, die dann auch sehr verdächtig riechen. Aber in diesem Fall ist auch wieder alles tippitoppi. Hier ist eine Folie drum, die muss ich natürlich, bevor ich das Ganze ausprobiere, einmal entfernen. Aber dann in der richtigen Richtung. Ich hasse das immer. Ich finde das auch nicht gut mit dem ganzen Papier oder Folien, was da drum ist. Das Kabel, ja, fühlt sich jetzt nicht so billig an. Manchmal hat man ja so USB-Kabel, die sind dann schon echt billig gemacht. Die Kabellänge, ja, das finde ich ein bisschen, ja, könnte ein bisschen länger sein. Ist auf jeden Fall so 1,2 Meter in etwa. Schauen wir mal gleich mal nach, ob wir hierzu noch etwas finden. Ich weiß es nicht. Nee, auf die Kabellänge gehen die auch gar nicht ein. Also kann auch natürlich ein anderes nehmen. Aber was hier wichtig ist zu erzählen, dass hier ein Netzteilanschluss an dem Ende ist. Und ja, hier halt ein USB-A-Anschluss. Und man könnte es natürlich mit so einem Typ-A-Verlängerungskabel auch noch verlängern. Also ist eigentlich kein Ding. Aber ich sag mal, für den Schreibtisch ist das schon ganz okay. Ist ja jetzt keine Deckenlampe. Wir haben jetzt hier einmal, ja, mal wieder Plastik. Sehr viel Plastik sogar. Einmal, ja,
sehr viel Plastik. Ihr wisst ja, habe ich ja schon gesagt, bin ich kein Fan von. Ganz viel Folie. Und auf der Lampe auch noch Folie. Und noch mehr Folie. Auf dem Display ist auch noch Folie. Und dann haben wir hier noch Folie. Das muss ich jetzt hier drüber fummeln, oder? Oh je. Das ist natürlich sehr schlau. Das sieht aber edel aus, muss ich sagen. Also wenn man sich die so ansieht, ne, hier oben und der Fuß, dann haben wir hier ein Ladepad. Den Arm kann man hier so schwenken. Ihr seht das? Ui, das sieht schon geil aus. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal eine andere Kamera noch mal nehmen und euch das zeigen. Hier haben wir auf jeden Fall die ganzen LEDs eingebaut. Da haben wir einmal so orangene mittig und etwas hellere wieder außerhalb. Hier haben wir ein Display, hier ist noch Folie drauf, ganz interessant. Und dann haben wir hier unten einen Power-Button. Dann haben wir hier, das ist so ein Uhrsymbol, Plus und Minus auf der Rückseite. Das ist auch ganz interessant, also es ist schwer aufzunehmen. Hier haben wir vier Tasten in einer Reihe. Da seht ihr ja vier Tasten. Dann haben wir hier etwas, das sieht aus wie ein Batteriedeckel. Und hier etwas, woran man ziehen könnte. Weil da wird wohl eine Uhr drin sein. Ich zieh da mal ein bisschen gewalttätig dran. Na. Wenn ich das jetzt hier öffne, da haben wir hier natürlich eine Batterie drin. Und dann haben wir hier diesen Streifen, der natürlich verhindert, dass die Batterie Strom abgibt, weil das Gerät ja noch gar nicht in Gebrauch ist. Aber ist leicht gelöst. Und Lala kommt auch raus, aber jetzt ist es richtig zu. Dann haben wir hier vorne eine Uhr. Sieht man jetzt eigentlich ziemlich schlecht. Ich ziehe mal hier die Folie ab. Und ein Thermometer. Krasser Scheiß, ey. Das ist ja echt ein cooles Gadget, also gefällt mir. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Netzteil einstecken. Datum, Uhr und Temperatur. Ja, nicht schlecht. Krasser Kram, ey. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich werde euch das natürlich gleich nochmal in einer anderen Perspektive zeigen. Jo, das ist eigentlich nicht so meins. Aber wir schauen uns jetzt heute das erstmal an. Starting the lamp. Okay, wir können jetzt... Okay, dieser Power-Button ist nur für das Ladegerät. Wollen wir mein Huawei-Handy. Legen wir das mal da drauf. Es lädt. Okay. Wie mache ich die Lampe an? Ah, okay. Halten. Verdammt. Bin ich doof. Wenn ich jetzt hier auf Plus drücke. Passiert nichts. Gehe ich auf Minus. Aha. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ich weiß nicht. Die scheint wohl auch einen Timer zu haben. Also zum Einschalten muss man hier länger drücken. Das ist schon ganz cool. Zum Abschalten muss ich hier auch wieder drauf drücken. Ja, also da leuchtet die Lampe. Dann können wir hier die Temperatur einstellen. Und dann können wir hier noch einen Timer setzen. Nicht schlecht. Geiles Teil. Also was ja richtig cool ist, ist ja, dass die Lampe, ihr habt ja hier ein QI-Ladepad. Da könnt ihr dann euer Smartphone aufladen. Ihr könnt die auch anschalten. Ihr müsst lange den Knopf drücken. Ihr könnt sie nach vorne neigen. Also das ist schon echt der Knaller. Ihr könnt sie auch runterschwenken und wieder hoch. Das ist schon nicht schlecht. Und an sich ist sie jetzt schön in so Hochglanzschwarz gehalten. Ich mache euch gleich auf jeden Fall noch mal ein schönes Foto davon. Hier vorne habt ihr ein Display. Das ist jetzt auch nicht zu hell. Man kann das ablesen, ja, aber es stört jetzt auch nicht. Also was ja halt doof ist, ist ja halt, wenn ihr so ein Display habt, was so leuchtet. Und das kann auch schon ein bisschen nerven. Aber das ist halt ohne Beleuchtung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ihr könnt einen Timer setzen, ihr könnt die Helligkeit einstellen, ne, und nicht schlecht. Und dann könnt ihr natürlich noch euer Smartphone drauflegen zum Aufladen. Das heißt, ihr könnt den Wecker, einen Timer, habt die Temperaturanzeige, geiler Scheiß. Und das für 35 Euro ist schon okay. Mit USB-Ladeanschluss könnt ihr natürlich ein USB-Kabel anschließen, aber ein Netzstecker ist auch noch dabei. Es wird gespeichert durch eine kleine Batteriezelle, die hier drin ist. Und wenn ihr das Ganze jetzt von Strom nimmt, dann bleibt die Uhrzeit natürlich auch noch enthalten. Also erhalten. Ja, die bleibt dann einfach hier stehen. Ist nicht schlecht. Sieht geil aus. Gibt es in Schwarz und in Weiß. Geiler Kram. Ja, also so eine kleine, schöne Schreibtischlampe. Ist schon nicht schlecht. Gefällt mir richtig gut.
Wird aber nicht für mich sein, sondern für meine Frau, weil sie hat ja gar keine Lampe an ihrem Arbeitsplatz. Ich habe ja hier meine große mit meiner Smart Home Glühbirne. Ist auf jeden Fall schön. Gefällt mir. Und ja, Link dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ich danke fürs Einschalten. Über so einen Daumen nach oben freue ich mich immer. Und das ist mal wieder so ein richtig cooles Gadget. Thermometer. Was haben wir noch hier? Kalenderfunktion. Eine Lampe, die dimmbar ist. Und dann haben wir noch ein QI-Ladepad. Das heißt, man braucht da jetzt nicht, je nach Smartphone natürlich, ist immer Voraussetzung, dass es euer Smartphone kann. Habt ihr ein All-in-One-Gadget, finde ich schon ganz cool. Und wenn es von Strom trennt, dann bleibt noch die Uhrzeit gespeichert. Das finde ich erst rein, weil ich bin immer so ein Sparfuchs. Ich schalte eigentlich immer alles aus. Und dann bleibt die Uhrzeit aber drin. Das finde ich ganz cool. Gefällt mir. Ich danke fürs Einschalten und danke für dieses schöne Produkt. Und ich bin mal gespannt, was ich da in Zukunft noch bekomme. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Björn.